Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Heute werden wir weiterlaufen. Gestern haben wir zwei Galios, wollte ich schon sagen, zwei. Wie nennt man? Ich habe hier nur noch die League of Legends Begriffe im Kopf. Galio? Was ist Galio? Ein Steinviech, scheiß drauf. So. Weiß einer, wer Galio ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Pass auf, Geheimnis. Ich sehe hier kein Geheimnis. Ich sehe da unten ein Fenster, ja, aber ich glaube, von da komme ich. Und ich glaube nicht, dass ich hier rauf kann. Deswegen gehen wir weiter rauf. Da, so ein Steinviech. Da, gegen das haben wir gekämpft. So. Fertig aus. Stein. Das war irgendwas mit Stein, oder? Jetzt fällt das Wort nicht ein. Scheiß League of Legends, ey. Macht mich kaputt in meinem Kopf. Hebel ziehen? Oh, eine Glocke! Du. Sieht man die Maus hier eigentlich? Wahrscheinlich schon, ne? So, okay. Dann gehen wir auf jeden Fall mal runter wieder. Ja, was machen wir jetzt? Hier gibt's hier noch einen Weg weiter? Hä? Geht das hier nicht weiter? Wir haben noch den Wald, wo wir. Hier ist nichts, okay. Hier könnte ich vielleicht reinspringen mit ein bisschen Glück. Wir haben ja noch den Wald mit den Eisgolems. Ne? Da könnte ich noch hin. Bist du eine Puppe oder so? Greetings. I am Oswald of Kareem, the Palm. Thou appearest to lack faith. Yet magnanimous are the gods. Cometh thou to confess or to accuse? For indeed all sins my Okay, ich kann Gegenstände kaufen. Läuterungsschein, Anklage, meldet Verbrechen eines Eindringlings, Buch der Schuldigen. Okay. Was haben wir noch? Karmische Gerechtigkeit. Velkas Talisman. Verstärkt Blutungsresistenz, Ring der Opferung. Ah, Ring der Opferung verkauft er 5000. Also würde ich meine Seele nicht verlieren, wenn ich sterbe. Was eigentlich ganz cool ist. Na gut. Was war das? Was? Was war, ich habe da irgendwas noch gesehen. Ja, komm. Geste erlernen. Na, sieh mal an. Na, jetzt kann ich die gleiche Geste wie er machen. Vergebung erbitten? Du hast nicht gesündigt. Eid widerrufen? Keine widerrufbaren Eide. Ich habe keine Ahnung, was das mit diesen Eiden auf sich hat. Aber ich weiß, dass wir eine neue Geste haben und die machen wir bei ihm mal. So. Genau hier stehen. Und dann, ich will die Geste machen. So. Wechseln. Da. Ist das behindert? Ja, wo gehen wir jetzt hin? Hier war ja kein Weg frei, ne? Nee. Eventuell da, wo der dicke Ritter ist. Oder unten bei diesem Magier-Fuzzi-Viech. Diese Wege hätte ich noch frei. Kann ich das doch irgendwo lang? Ich muss gerade überlegen. Mit dem Drachen will ich mich noch nicht anlegen. Da könnte auch ein Weg sein. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe zurück in die Stadt und frage da. Das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Hast du gut gemacht, Zero. Hast du gut gemacht. Fragen wir bei den Dings der Bums dann mal nach.
quatschen vielleicht nochmal mit dem Priester, vielleicht hat der noch irgendwas zu sagen. Hoja! Scheiß Hase, geh kaputt, Mann. So, zurück zum Feuerbandschrein. Hallo! Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Kupfermünze. Ich bin doch kein armer Bettler. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Okay, ja. Very well. Then first, a covenant with the gods. Aktuellen Eid widerrufen? Ich hab doch gar keinen Eid. Okay, dann leisten wir mal einen Eid. Komm, wir haben eh nix. Halt, waren wir nicht bei Solaire? Verdammt. Now let me share. Nee, wir hatten keinen Eid. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Okay, oh, Geste lernen. Schulterzucken. Nice. Gegenstand kaufen, was kann man denn? Rückkehr. Was ist denn Rückkehr? Großes, von erfahrenen Klerikern gewirktes Wunder. Kehrt zum Leuchtfeuer, letzten Rast zurück, führte in die Heimat. Wurde aber vom Fluch der Untoten umgelenkt. Nun gelangt man zu einem Leuchtfeuer der Untoten Heimat? Es? Naja. Ich will ja sowieso keine Heilung. Ist ganz cool, ne? Dafür brauche ich Heiligkeit 12. Kostet mich 4000. My companions are Milady and her young knights. She is young. But burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. Okay. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. Warum nicht? But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Deine Hingabe zeigen erforderliche 1900. Was bist du denn für ein Heiliger, der bestechlich ist? Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Okay, das heißt Feuerhüterin. Da werden Feuerhüterin ausgebildet. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission. Na gut, na gut, na gut. Dann gehen wir kurz in Leuchtfeuer, ne? Machen wir hier unser Level fertig. Und freuen uns dann so unseres Lebens aufsteigen. 32 brauche ich, ne? Ein bisschen noch. Ein bisschen noch, Freunde. So, wo soll ich hin? Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Okay, und wo finde ich sie? Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. Wo soll ich hin? What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Okay. Well, what are you going to do? Ich hab keine Ahnung. I don't really. Okay, wir gehen nochmal hier hin und dann gucken, ob das Gitter offen ist. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man zuschlägt. So nicht. Ich komme gleich wieder, ja.
Einen Tag nicht gespielt. Aber hier, ach, hier bekomme ich meine 10. Ah, das heißt, jedes Mal, wenn ich hier bin, hier am Leuchtfeuer raste, kriege ich 10. Okay, ich weiß wieder, wie man zustickt. Sehr schön. Na komm, nicht noch was zuschlagen, bitte, danke. Komm, bevor der Typ da oben mit seinem Feuer rumspielt. Zieh dich, Junge! Okay. Wenn das nicht offen ist, versuche ich den Magier unten zu besiegen. Soll ich dich auch noch töten, Ratte? Nö, läufst du sowieso nur weg, ne? Okay, ist das offen oder ist das nicht offen? Ja gut, dann nicht. Ja, zurück in den Fahrstuhl. Und gucken wir mal, dass wir den Magier kaputt machen. Oder beim dicken Ritter vorbeischauen, gucken, ob das Tor offen ist. Finde ich ja ein bisschen verwirrend, wo ich jetzt lang muss. Oh, vergessen, dass es sich runtergeht. So, hier waren die Treppen, ne? Die Aufzüge. Moment, wenn es beim Zauberer in den Wald ging, ne? Wir haben ja noch eine andere Anlaufstelle in dem Wald. Wenn wir an dem nicht vorbeikommen, können wir auch ganz einfach woanders lang gehen. Okay. Frage ist nur, ist der Wald die nächste Anlaufstelle? Das werden wir ja sehen, je nachdem, wie stark die Gegner sind, ne? Ich will hier nur vorbei, Jungs. Ich will hier nur vorbei. Bitte folgt mir nicht weiter. Sie tun es trotzdem. Ich hab's dir doch gesagt. Bitte nicht. So. Gucken wir, dass wir die Magierfuzzi umhauen können. Weiß nicht, kann der zuschlagen? Okay, die Tore sind noch zu. Hallo, mein Freund. Gisterian. Hurra! Okay, Ausrüstung umwandeln brauche ich nicht. Waffe verstärken. So, habe ich. Ich habe eine kleine Scherbe. Die bringt mir wahrscheinlich nicht mehr viel, weil ich schon zwei brauche. Naja. Okay, lass uns den Magierfuzzi kaputt machen. Ich wollte dich kaputt, Junge, komm her! Der tut aber auch weh, ne? Aha. Okay. Nein, ist okay. Bitte nicht schlagen, wenn das nicht mehr heile. Danke. Der schlägt durch mich durch, ey. Muss versuchen auszuweichen. Wieso schlägst du plötzlich dreimal zu? Ich komme nicht hinter ihm, weil sein scheiß Arm zu fett ist. Oh, ich kann den schaffen. Okay, so auf jeden Fall nicht. Lass mich kurz was trinken. Take this! Ich bin ausgewichen! Ich bin wahrscheinlich voll reingerollt. Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts, WTF! Ha! Oh, toll. Naja, ich hab ein bisschen Leben dazu gewonnen. Der ist kacke! Der ist richtig kacke, der Typ. Ich kann ihn jetzt schon nicht leiden. So, Dude. Ich will erstmal nur meine Leiche wieder haben. Lass mich bitte in Ruhe. So, jetzt können wir gerne wieder spielen. So. Hä? Was zum? Wie kann er mich schlagen?
Ich drück doch. Ich drück Rollen. Ich schwör's. So, ich hab dich fast, Kollege. Oh nein, das gibt's doch nicht. Nee. Ey, das, dieses Ausweichen, das ist der pure Horror. Kannst du das mal lassen? Ja, nicht getroffen, abgesoffen, Alter. Kleiner Kacknub. Ah, schlägt doch mit seinem Schwanz zu. Interessant. Nimm das! Wie er mich trotzdem trifft. Kannst du das mal lassen zu treffen, obwohl du nicht triffst? Ist nicht dein Ernst, Kacks Drecksack. Du musst tot sein, hey. Stirb, stirb, bitte. Dämonen-Titanit, okay. Hinterteil. Was du nicht sagst. Es ist ein Arsch, da hast du recht. Ich habe kein Essos-Blockhaus mehr. Oh nein. Muss man den jetzt jedes Mal besiegen? Ich hoffe, das ist nur so ein einmaliger Gegner. Das wäre der Dream, Freunde. Der Dream. Nur ein einziges Mal besiegen. Drückt mir die Daumen, sonst muss ich ihn auswendig lernen. Und das wäre kacke. So, dann schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Oder ob ich hier total scheiße bin. Aber ich wüsste auch nicht, wo könnte ich denn sonst hingehen? Bei den Skeletten? Ansonsten, genau da unten war bei der Verhüterin. War ja auch noch ein Weg. Keine Ahnung, das ist mir einfach ein Rätsel. So. Was haben wir denn hier? Kaputte Mauern, okay. Kein Loot, kein gar nichts. Nicht irgendwie, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast einen fetten Typen besiegt. Der übrigens nicht wieder aufgetaucht ist. Du kriegst jetzt was Nettes von uns. Hätte gern was Nettes gehabt. Okay, der hält nicht viel aus. Ich könnte hier richtig sein. Ich weiß es einfach nicht. Finsterwurzgarten. Den kennen wir ja schon. Hier wird es wahrscheinlich zu dem anderen Durchgang gehen, ne? Oh, Freundchen. Hat er sich angestichen. Obwohl, so viel Schaden machen wir auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich hier richtig bin. Viele Moosklumpen. Hä? Oh. Ich sehe Loot. Da unten auch. Oh, ist eine Lootstraße. Im Sturz angreifen. Hier irgendjemand? Oh, was bist du denn? Leide! Wo geht denn die graue Brocken? Ach, das sind die wie bei Bloodborne, die Dinger. Ich verstehe. Sturzflug angreifen. Muss hier doch irgendwo was sein. Oh, Gottes Willen. Lederrüstung, Lederhandschuhe, Langbogen, Federpfeil, wow. Geil. Oh. Hier ist auch niemand.
Hier ist nicht ein einziger Gegner. Gelobt sei die Sonne. Für Lichter lang gehen? Ich weiß es. Was ist das denn hier für ein Irrgarten? Wo geht das hier lang? Ah, da geht's zurück in die Festung. Ah, hier sind die Eisgolem-Dinger, ne? Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Dann können wir hier lang gehen. Hier war ja auch noch ein Weg. Dann ging es ja, glaube ich, noch weiter runter, ne? Gelobt sei die Sonne. Bin ich mal gespannt. Oh nein! Nein, 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 nein. Lass uns irgendwo kämpfen, wo ein bisschen Platz ist. Hier ist Platz. Oh, ich hasse die Typen so sehr. Fuck it. Nimm das! Hoffentlich fällst du runter. Ja, cool. Ist er tot? Blaubrocken. Nice! Sehr schön. Er muss ja komplett runtergefallen sein. Was für ein Glück. Von dir links. Cool. Bonfire, ja. Tada! Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Wo geht das denn hier hin? Okay, solange das Ding hier runterfährt, gucken wir mal, wo es da lang geht. Also ein Bonfire ist schon gar nicht mal so schlecht. Das finde ich gut. Halt, ich habe nicht dran gerastet, ne? Ah ne, der Dicke wird nicht wiederkommen. Der ist ja einzigartig, stimmt. Okay, alles gut. Dann kann ich das natürlich machen. Und ich kann aufsteigen. 32, komm schon. Oh, verdammt. Schon so teuer. Ich brauche 32 für dieses dreckige Schwert. Oh, guck mal, da steht ein anderer. Hallo, lieber Geist. Bist du ein Freund? Aber stimmt, wir haben jetzt einen Bogen. Ich frage mich, ob ich mit diesem Bogen mit genug Pfeilen den Drachen töten kann. Wäre zwar ein bisschen gescheatet, aber was soll's. 32. Naja. Das dauert noch, bis ich den tragen kann. Langbogen. Ach verdammt, ich hab's verkackt. Hier muss ich umgehen. Langbogen. Bogen finde ich sowieso geiler als Armbrust. Waffe kann... 14. Brauche ich 14 für mein Schwert? 18. Ja, okay, gut. Das haut hin. Machen wir dann fertig. Und dann versuchen wir, den Drachen damit zu töten. Graswappenschild. Ah, hier geht's ja gar nicht weiter. Gut. Ups. Steuerung nicht vergessen. Danke, Zero. Und wir wollten uns die Ledersachen angucken, ne? Um einen besser. Und dafür auch schwerer, ne? Schlechter! Hä? Ah, hier geht's... Ah, Blutresistenz. Ah, okay, okay. Ich sehe, was hier das Ding ist. Hier geht's natürlich um die Blutresistenz. Und die Giftresistenz ist hier ganz gut. Boah, ganz ehrlich, hier, komm. Dann gucken wir mal, wo dieser Fahrstuhl hinführt. Ey, mal nach oben, bitte. Hä? Nicht das, was ich vermutet hätte. Aber gut. Drachen. Drachental. Was
Soll ich es mal riskieren? Ich meine, ich habe meine Punkte eh ausgegeben, ne? Okay, nein, kannst du knicken. Ah, okay. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg, versprochen. Oh Gott, wo ging es lang? Ging es hier lang? Dem habe ich überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Das dauert noch, bis wir da hingehen. Eieiei. Okay, Drachental. Sehr gefährlicher Ort. Gut, dann kurz mal im Leuchtfeuer rasten. Und dann schauen wir uns oben weiter um. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ich wusste mal, wo es lang geht. Ich weiß es nicht mehr. Ich überlege die ganze Zeit. Weil ich habe ja Speedruns und so weiter, habe ich ja geguckt von dem Spiel, ne? Aber ich meine, das kannst du, glaube ich, nicht vergleichen, so ein Speedrun mit einem normalen Let's Play. Hm. Ich weiß nicht, die Gegner wirken auch so stark da oben. Ich meine, das sind drei, obwohl, am Anfang habe ich auch drei Hits für die anderen gebraucht, ne? Ich bin zu sehr verwöhnt, dass meine Waffe plötzlich so stark war. So ist das eben. Na gut, dann haben wir unten abgeschlossen, bis auf die Eisgolems, die ich aber noch ein bisschen meiden werde, weil ich weiß halt nicht, wie stark die sind. Ah, hier ist ja irgendwo die Pflanze, ne? Hallo, Pflanze! Nimm das! Und das! Und das! Ja, geht natürlich von der Stärke, ne? Kann ich dich backstabben? Nein. Bist nicht menschlich genug. Huch. Hast du gerade Blut verloren? Nee. Wieso sind hier eine Milliarde Leichen? Er ist runtergefallen. Achtung vor die Abgrund. Jetzt habe ich gerade gesehen. Und er hat nur mit dem Schild gekämpft. Hier gibt es aber auch verrückte Leute, ey. Die machen sehr seltsame Dinge. So, Bäumchen. Irgendwo ein Bäumchen hier. Oh Gott! Ich hab's geahnt, aber ich hätte es nicht gedacht. Nimm meinen Sprungangriff! In your face, Junge! In your face! Ich hab keine Ausdauer. Hau rein. So, jetzt kannst du zuschlagen. Ne. Lila Moosklumpen. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Okay, also die Viecher sind getarnt, ja? Habe ich das richtig realisiert? Was bist du denn? Wie zum Fick komme ich da hin? Wieso dreht sich der Baum? Der Baum dreht sich! Okay, da unten ist nicht nur Abgrund. Da ist auch was anderes. Da kann man also lang. Frage ist nur, ob runterspringen wirklich das Richtige ist. Schatz. Ziel eines Soldaten, naja. Wir werden später mal wahrscheinlich darunter springen, wenn ich gar nicht mehr weiß, wo es lang geht. Du brauchst Schlüssel. Ich glaube, hier war irgendwas versteckt. Ich erinnere mich. Hier war irgendwo so eine komische Wand. Hoho, ich bin gut. Jawoll. So. Kurz mal gerastet. Denn wer nicht rastet, der rostet. Ich glaube, so ging es nicht, Zero. Ah, hier geht's lang. Warte, was stand da? Ich hab's nicht durchgelesen. Dreck. Einfach weggeklickt. So, durch Vorrichtung verschlossen. Okay, gut. Erklärt einiges.
Wollen wir da lang? Ich sehe es doch schon. 1 Milliarde von diesen Jungs. Gib mir den Loot! Der Olle Cheater, habt ihr es gesehen? Komm, ich will hier jetzt nicht sterben. Nicht an so einem billigen Popelgegner. Dieser dreckige Cheater! Hör auf zu cheaten, Mann! Oh, ich hab ihn getreten. Ich dreh durch. Oh, ich hab 2 Mal geschlagen. Aber nicht den richtigen. So ist richtig. So, okay. So viel dazu. Falle. Hätte ich lesen sollen. Boss? Kein Boss, okay. Viele Lichters. Hallo? Geheimpfad. Versuch's mit angreifen. Hab ich doch gerade. Oh, der hat Leben. Ich dachte, das wäre so eine unsichtbare Wand. Jetzt stirb halt! Krieg ich Seelen dafür? Oh, 180. Ist ja gratis. Ah, hier geht's runter. Ah, müssen wir gar nicht springen, ja? Das ist dieses komische Viech. Ich weiß nicht, was du bist, aber... Lass den Scheiß. Das war armselig. Da ist der drehende Baum. Aber da komme ich doch auch so vorbei. Du bist seltsam, Baum. Du gibst mir gratis Erfahrung. Das nehme ich gerne mit. Okay. Ist hier überhaupt irgendwas? Ich habe das Gefühl, dass die Bäume mich hier gleich angreifen wollen. Und mal ganz kurz gucken, ob sich hier irgendwas bewegt in den Bäumen. Das ist doch eine Falle. Ist hier doch ein Opa mit einem Krückstock. Achtung, vor die Eidechse. Da geht's hoch. Das ist doch keine Eidechse. Ach du heilige Scheiße. Ich bin da mal weg. Haut rein. Ihr könnt euch ja gegenseitig bekämpfen. Das wäre echt nice. Bein, okay. Vor dir Zangenangriff. Schild hoch. Was soll passieren? Ich hoffe, du bist sehr, sehr langsam. Okay, sehr viel Leben hast du nicht. Das ist süß. Oh! Hi! Der Drecksack. Wuhu! Er hat mich nicht getroffen! Oh. Zum Glück war ich so niedrig. Ich glaube, ich kriege hier den geilsten Scheiß der Welt. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Na, Bäumchen, läufst jetzt zu mir? Wolfsring. Das könnte ein geiler Loot sein, ja. Das könnte genau das sein, was ich möchte. Was haben wir hier? Havelsring und blauer Tränensteinring. Okay. Verstärkt Balance. Was zur Hölle ist Balance? Balance. Hier haben wir gar keine Balance. Da. Ich seh's. Fähigkeit, angegriffen zu werden, ohne Haltung zu verlieren. Hm. Ah, ich leuchte!
Ach, das ist das Leuchten immer. Erhöhte Balance. Höchstwahrscheinlich, wenn ich irgendwie Schilde oder so, dass ich nicht zurückgeworfen werde. Geht's dir gut? Grüne Blüte. Wir waren doch zwei. Oh, mehr als zwei, okay. Billige Gegners. Ich freue mich. Au. Okay, der macht irgendwie doch Aua. Sind hier noch mehr von den Dingern? Aha, das hast du also bewacht. Was ist das denn? Seele eines Kriegers. Naja, gut. Gibt geileren Scheiß als den. Da unten wartet nur der Tod. Ansonsten ist hier nix. Aber ich glaube, wenn ich gerade auf die Uhrzeit gucke, wir sollten langsam die Folge beenden, Freunde. Ja, was haben wir hier? Achtung vor dir Tränen. Das sind wohl der See der Tränen der Spieler. Ein Versuch wert. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie hier den richtigen Weg finden, weil ich weiß nicht, bisher habe ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Das fühlt sich einfach nicht richtig an, wo wir hier sind. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Haut rein, tschüss.